Leute, ich bin so blöd. Guckt euch erstmal das hier an, diese ganze Reihe. Und dann vier Kisten Mangos. Und wisst ihr, wo ich das her hab? Richtig, vom Nachbarn sozusagen. Ich habe ein Gartencenter als direkten Nachbarn. Also wenn ich den Garten hier, unseren Garten hier bis zum Ende durchgehe, dann ist da direkt der Parkplatz von denen. Und da ist vor einem Jahr oder so, oder schon 2 Jahre, ich weiß es nicht, ein neuer reingekommen. Und der hat auch ein Obst- und Gemüsesortiment. Und es ist richtig krass. Der Kopfsalat und das ganze Gemüse, das ist alles regional. Und auch die Äpfel und Birnen zum Beispiel. Und Kiwis und Mangos natürlich nicht. Aber der ganze Salat und so weiter und auch Kartoffeln, was sie haben, ist alles regional. Ist halt kein Bio. Und die haben öfters richtig geniale Angebote. Und heute am ersten Advent haben die verkaufsoffenen Sonntag gehabt und dann richtig krasse Angebote gehabt. Und da habe ich jetzt erstmal mein Konto überzogen um 20 €. Also der ganze Rotz hier hat 35 € gekostet. Und da haben wir einmal vier Kisten Mangos. Das sind um die 50 Mangos. Die sind halt ein bisschen kleiner als normale, aber pro Stück könnt ihr mal raten, wie viel eine Mango kostet. 33 Cent. Ich habe gerade eine probiert. Die Qualität ist wirklich gut. Die sind nur leider auf Süße überzüchtet. Also die sind süßer als die aus dem Aldi. Die sind mir auf jeden Fall eigentlich zu süß, aber die sind noch nicht so süß, dass die wie bei Äpfeln oder Birnen zum Beispiel, dass die meine Zähne sofort, dass ich sofort an meine Zähne merken, dass sie irgendwie die Oberfläche, die wird dann so rau irgendwie, keine Ahnung, kann ich nicht genau beschreiben, Korrosion oder so. Ja, aber jetzt, wo ich halt so wenig Kohle habe, gebe ich mich erstmal damit zufrieden. Jetzt habe ich zwar das Konto um 20 € überzogen insgesamt oder 15 €, aber dann habe ich jetzt halt mehrere Wochen genug und dann ernähre mich dann halt erstmal trotzdem noch roh vegan. Das ist mir halt so das Wichtigste. Oder halt so 95 bis 98% roh vegan. Habe ich jetzt halt nicht die beste Qualität, aber das geht schon. Sind zumindest schön saftig. Dann haben wir hier Kiwis. 1 Euro pro Kilo. Also momentan kaufe ich das meiste Obst so um die 3 bis ja 3 Euro, 3,50 € pro Kilo in guter Bio-Qualität. Und Kiwis sind konventionell auch in Ordnung. Da habe ich jetzt noch keine getestet. Die sind aber auch schon reif, habe ich gesehen. Die sind weich und eindrückbar. Für 1 Euro auch ein super Preis. Können wir mal gucken, wie viel hier drin sind. Das ist ein Kilo. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kiwis für 1 Euro. Das heißt ungefähr 8 Cent. Weniger als 8 Cent pro Kiwi. Ein Granatapfel. 2,76 € durch 4, 1,38 €, 19, 69 Cent. Ein Granatapfel. Ist ein Riesenteil, das geht auch. Dann haben wir ein Wirsing. Der da Wirsing 39 Cent pro Kilo, das waren jetzt 33 Cent für den Wirsing. Dann haben wir einen Riesenrettich. Da muss er lachen. Okay, der Rettich hat jetzt 1 Euro gekostet, aber ist halt ein riesen langes Teil. Dann habe ich 6 Mal Kopfsalat. Ich werde jetzt jeden Tag einen essen und ein Kopfsalat für 33 Cent. Und der hat wirklich auch gute Qualität, habe ich schon probiert. Ich schmecke da eigentlich fast gar keinen Unterschied zwischen Bio-Kopfsalat. Aber trotzdem ist der wahrscheinlich. Also der ist nicht belastet, was ich von den Greenpeace-Studien halt rauslese. Und da schmecke ich auch nichts besonders belastetes. Im Gegensatz zu dem vom Aldi, da habe ich. Den musste ich wieder ausspucken. Den konnte ich nie essen. Das hat so chemisch geschmeckt. Der vom Netto wiederum nicht. Aber wahrscheinlich sind die halt trotzdem mit Tiergülle gedüngt und so weiter. Aber es ist zumindest regional. Und die haben eigentlich auch recht gute Qualität da. Da gehe ich auch nochmal auf die Internetseite von denen, die lassen sich beliefern von Lindchen, heißt das. Das ist hier halt ein regionaler Anbieter. Und das finde ich super genial, dass ich das jetzt regional kriege. Das hätte ich viel eher schon hingehen müssen. Ein Kohlrabi, also pro Kohlrabi 9 Cent. Also 9 Cent für ein Kohlrabi. Ja, die Kake habe ich jetzt mal so mitgenommen, weil die einzige noch da war. Drei Salatgurken, auch regional, für 33 Cent pro Stück.
Die Ananas habe ich auch einfach mal so mitgenommen, war ein Normalpreis 1,50 €. Um die zu vergleichen halt, ist ja immer interessant mal. Den Kürbis 50 Cent, Hokkaido-Kürbis. Dann habe ich hier Mandarinen, habe ich eine probiert. Also Zitrusfrüchte sind normalerweise die am stärksten belasteten oder einer der stärksten belasteten konventionellen Früchte, die man so findet. Mandarinen sind eine Ausnahme, die sind mittelmäßig belastet. Ich habe vorhin eine probiert gerade, ich habe es auch wirklich ein bisschen geschmeckt, aber das meiste, das war in der Schale. Das schmeckt dann, wenn das halt sehr bitter schmeckt, dann ist es wahrscheinlich, dass da in der Schale halt viel drin sind. Ich glaube, laut den Analysen wurde das immer mit Schale püriert und dann getestet. Aber die schmecken ganz gut, die kosten auch 1 € pro Kilo wie die Kiwi. Momentan habe ich halt so Orangen für 2,20 € pro Kilo. Das ist dann auch nochmal ordentlich günstiger. Ich überlege mir, ich habe die ja gerade probiert, deswegen überlege ich mir, ob ich jetzt vielleicht doch noch ein paar Kilos davon hole, weil die hatten ja wirklich kistenweise und jetzt kauft uns da auch eigentlich fast niemand. Ich weiß gar nicht, warum die da so viel haben. Die hatten auch von den Mangokisten, hat die noch 10 Stück stehen und ich bin am Ende schon hingegangen von dem offenen Sonntag, verkaufsoffenen Sonntag. Tomaten waren jetzt normal so 1,70 € pro Kilo, die schmecken in Ordnung, aber jetzt auch nicht so gut wie in Demeter-Qualität. Ja, richtig krass. Habe ich sonst noch irgendwas? Nö, das war alles. Also jetzt habe ich ordentlich Mangos, einige Kiwis, Mandarinen, ja, die Paprika. Die haben gekostet 50 Cent, nee, 80 Cent pro Kilo, also 40 Cent für so eine 500 Gramm Packung, wie man die im Supermarkt findet. Ja, 80 Cent pro Kilo ist schon Hammer. In Bioqualität zahle ich dafür 5 € pro Kilo. Die waren jetzt aber nicht so besonders, die Paprika, muss ich sagen. Die schmecken nur nach Wasser. Also die Tomaten schon besser. Die Mandarinen schmecken wirklich gut. Kiwi habe ich noch nicht probiert. Dann habe ich drei verschiedene Birnensorten mal geholt. Davon sind zwei regional. Eine kommt aus Italien, die bauchigere da. Da werde ich mal gucken, ob da eine bei ist, die halt nicht ganz so süß schmeckt. Die hatten auch ganz viele Äpfel, auch Äpfel für 1 € pro Kilo, aber Äpfel sind stark belastet, konventionell. Da habe ich mich jetzt nicht rangewagt, werde ich vielleicht irgendwann später nochmal machen, weil die hatten wirklich 8 verschiedene Sorten. Aber halt diese ganzen überzüchteten Sorten. Aber wie gesagt, sind die Mangos jetzt auch nicht das Beste. Ja, wie schließe ich das Video ab? Ich finde es super genial, die Paprikas, der Kürbis, die Gurken, Kopfsalat, Wirsing, Rettich, Tomaten. Zwei Birnensorten, Kohlrabi, alles regional und der Rest auch ziemlich günstig in adäquater Qualität. Also man kann davon leben, sage ich mal so. Das ist jetzt nicht das Schlimmste. Muss ich mal gucken, wenn ich halt noch gereinigter bin, also mein im Weg weiter vorangeschritten bin, also länger roh vegan bin, ob ich dann irgendwann sowas gar nicht mehr essen kann. Aber momentan geht's noch. Ja, sonst kann ich eigentlich keine Tipps geben. Ich wollte es eigentlich nur zeigen, weil ich natürlich wie ein kleines Kind im Candy Shop da war. Also wirklich, haben mich natürlich auch alle Leute, wirklich alle Leute angeguckt, dass ich den Wagen so vollgepackt hatte. Ging aber ziemlich schnell beim Abrechnen. Und ich guck da mal. An jedem Advent haben die jetzt auch wieder offen und haben die dann auch neue Angebote. Und da war wirklich über die Hälfte des Gemüse und Obst war halt runtergesetzt. Da wird es da wahrscheinlich auch sein. Aber. Ja. Ich weiß gar nicht, welches Datum wir haben. Ich gucke auf den Zettel. 30.11. Ja, ich kriege erst in 3 Wochen. Also in 3 Wochen habe ich erst wieder Geld. Also kurz vor Weihnachten. Muss ich mal gucken, ob ich mein Konto einfach noch weiter überziehe oder so. Aber das reicht eigentlich bis zu. Ja, das reicht eigentlich 3 Wochen lang, muss ich sagen. Könnte sogar einen ganzen Monat reichen, weil ich esse ja wirklich nicht viel. Das hält sich auch das meiste. Also außer der Salat jetzt, da werde ich jetzt jeden Tag einfach einen essen, da habe ich kein Problem mit. Aber sonst das Obst, das hält sich ein bisschen. Besonders die Mangos, die meisten sind noch gar nicht reif, sind noch hart. Bis dann, also hier ist alles voller Obst und Gemüse. What a raw vegan buys. Okay, bis dann. Ciao.